Fextum Gruße, liebe Leute, es geht weiter mit Memoria und unsere Sachen wurden alle gestohlen. Wir haben keinen Stab mehr, wir haben die Maske nicht mehr. Unten sitzt eingesperrt der Prinz, Kasim. Und ja, wir sind jetzt selber auch hier irgendwie. Ich weiß nicht, wirklich frei denke ich nicht, dass wir sind. Aber wir haben hier irgendwie unseren eigenen Bereich gerade bekommen. Und in dem schauen wir uns mal um. Hier steht eine schöne Pflanze. Sie fühlt sich an wie Wachs. Nach der Reise durch den Raschtulswall habe ich mehr als genug Pflanzen gesehen. Wie? Man hat mich hier eingesperrt. Morgen läuft sie aus. Und ich werde ein Teil von ihr sein. Die Welt soll endgültig erkennen, aus welchem Stein ich gemeißelt bin. Ja, aber ich bin mir echt nicht so sicher, ob sie das alles überhaupt so schafft, wie sie sich das vorstellt, oder ob sie ihre Kraft da irgendwie überschätzt oder so. Naja. Niemals. Ich bin müde. Aber wenn ich einschlafe, bringt man mich im Morgengrauen zurück nach Fasar. Das muss ich verhindern. Bloß nicht so lange hinsehen. Ja, wahrscheinlich hat sie auch schon jetzt etwas länger nicht in einem kuscheligen Bett gelegen. Kann ich denn hier einfach wieder rausspazieren? Ich muss in die Schlacht. Lasst mich mit dem Admiral reden. Es tut mir wirklich leid. Aber nein. Und nun geht bitte zurück und schlaft. Hat der Luftgeist von dem anderen sie gerade wieder irgendwie zurückgebracht? Naja, die wedelt hier im Wind. War sie nicht eben noch ganz still? Ja, ich wollte gerade sagen. Die Blätter wiegen im Wind. Doch weht hier kein Wind. Nanu? Ach, der Luftgeist. Hey, du bist ein Luftgeist, nicht wahr? Komm zu mir, rede mit mir, spiel mit mir, hilf mir. Komm zu mir. War nicht das Richtige? Sprich mit mir. Warum bist du hier? Der will bestimmt spielen. Es ist so ein Luftspielgeist bestimmt. Lass uns spielen. Ja, und schon ist er näher dran. Hab ich mir doch fast gedacht. Lass uns fliegen, lass uns tanzen, lass uns verstecken. Lass uns verstecken spielen. Ja, das ist doch gut. Du versteckst dich vor mir. Ich verstecke mich vor dir. Du versteckst dich vor den Magiern. Das ist ja zweimal. Ja, ich nehme mal erstmal das erste. Du versteckst dich und ich muss dich suchen. Ist er aber hier, das hat nicht so viel gebracht. Du versteckst dich und die Magier müssen dich suchen. Ich habe eine bessere Idee. Ich verstecke mich und du musst mich finden. Niemals. Ich bin müde. Ja, aber was mache ich denn dann? Ach, er versteckt mich. Okay, du versteckst dich vor den Magiern, du versteckst mich vor den Magiern. Ist ja nicht dasselbe. Ja, dann versteck mich mal schön vor den Magiern. Das ist eine super Idee. Du und ich, wir beide verstecken uns gemeinsam vor den Magiern. Was machen wir nur? In diesem Raum würden sie uns sofort finden. Ja. Oh, ich muss die Texte mal einfach ein bisschen genauer lesen. Auf den ersten Blick ist immer beides gleich, ist es aber gar nicht. Das ist ja klasse. Oh, der Luftgeist hat Sascha jetzt so hochgehoben und... Ich sag ihren Namen auch immer anders, ne? Aber ich habe jetzt rausgehört, dass ich immer ein scharfes S gesprochen habe. Satya habe ich immer zuerst gesagt, aber alle sagen immer Satya.
Das muss ich mir auch mal angewöhnen. Satya ist, glaube ich, einfach ihr Name. Und wir können jetzt aufs Dach. Was war hier noch? Zum Observatorium. Zur Haupthalle. Linkes Fenster, rechtes Fenster, Gästezimmer. Das ist ja cool. Okay, gehen wir mal zum Observatorium. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch nie gehört. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch. Sie scheinen zu schweben. Drei Hörner auf einer Plattform. Draußen herrscht Krieg. Und diese Magier lauschen den Sphären. Doch wenn die Dämonen siegen, wird es bald nichts mehr zum Lauschen geben. Drei Hörner draußen. Doch wenn... Die Hörner lassen sich drehen. Die Hörner lassen sich nicht auf sich selbst ausrichten. Aber ich denke, man kann die drehen. Die Hörner lassen... Keine Ahnung, was es jetzt zu tun gibt. Ach, ich kann auch von hier aufs Dach gehen. Ach so, ich hatte das andere noch ausgewählt. Okay, Moment. Die Hörner lassen... Die Hörner lassen. Drei Hörner draußen her. Doch wenn die. Ich weiß nicht, was ich hier gerade machen kann. Ich check das gerade noch nicht. Die Hörner lassen. Ja, aber dann dreh das doch einfach woanders hin. Da drehst du dahin. Keine Ahnung. Okay, ich habe keine Ahnung. Vielleicht lasse ich das doch einfach erstmal. Was sind das für sowas? Dann gehe ich mal aufs Dach. Und nach unten geht's in die Drachenhalle. Alles klar. Ah. Okay, schauen wir uns mal um. Es ist schön, wie das wächst. So viel frisches Gemüse habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Nicht einmal im Palast. Es ist schön, wie das... Du bist doch die Frau aus Fasar, richtig? Wurdest du nicht auf dein Zimmer geschickt? Ist das nicht ganz allein meine Sache? Ich frage mal eben Xerxes. Xerxes! Ach, und zack, bin ich wieder hier. Alles klar. Okay. Mist, ich muss nach oben wieder. Ja, nach draußen. Geht ja. Ach, dann bringt er mich wieder nach draußen. Das geht. Okay, nochmal aufs Dach. Aber vielleicht so, dass die anderen mich nicht sehen. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ah. Es ist schön, wie... Sie kümmert sich um die Pflanzen. Und hier ist auch das Loch, wo der Prinz ist. Aber ich glaube nicht, dass ich die jetzt mal eben abgelenkt bekomme. Gehen wir nochmal nach draußen und dann gehe ich mal hier zum rechten Fenster. Einfach mal erstmal alles ausprobieren. Oh. Oh. Xerxes! Ja, und schon bin ich wieder hier. Okay. Dann nehmen wir diesmal das linke Fenster. Dann sieht er mich nämlich nicht. Hehe. Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Keine Zeit für sinnlose Erholung. Und jetzt wohin damit? Mir fehlt die Vision. Er ist heiß. Also ich habe hier einen Herd, einen Teetisch, einen Besen. Ich glaube nicht, dass ich hier lang gehen kann, ohne dass er mich sieht. Da ist mein Stab. Da ist der Stab. Haben wir hier auch unsere Maske? Aber wahrscheinlich, da ist unser Dolch. Und ich schätze mal, der guckt sich hier auch unsere Maske irgendwie an. Ich weiß nicht, wo die gerade ist, aber wenn wir unsere Sachen wieder kriegen würden, das wäre nicht schlecht. Ach so. Was sagt, was mache ich mit dem jetzt? Hier haben sie ihn also hingebracht. Nein, nein, nein. Dann merkt er das.
Ist nicht so klug, jetzt hier lang zu gehen, dann? Ich kann inzwischen Straßenhändler verprügeln, damit kleine Kinder, die sie beim Stehlen erwischen. Er riecht grauenhaft. Können wir hier irgendwas machen mit den Sachen, die wir haben? Okay, wir haben Wasserkessel. Vielleicht Alkohol da reintun? Ich darf mein Ziel nicht auf... Ich weiß nicht einmal... Ich kann die Hitze über... Also wir haben hier was Heißes. Ich kann die Hitze... Er ist heiß. Aber irgendwie... Nein. Mir fehlt die Wiese. Das führt doch... Nee, ich habe auch keine Ahnung. Aber vielleicht muss ich nach draußen? Irgendwas muss ich aber machen können. Nein? Xerxes! Xerxes! Ja, ja. Egal, wir haben den Teepot bei uns, glaube ich. Nee, den haben wir nicht bei uns. Das ist ja alles sehr interessant. Zum Gästezimmer, linkes Zimmer. Observatorium hatten wir gerade auch. Ach, es gibt aber zwei? Nee, also ich glaube, das ist beides dasselbe. Dann gibt es halt das Dach noch. Noch irgendwas vergessen? Vielleicht zur Haupthalle, nur von der anderen Seite mal? Geht das? Nee, dann komme ich auch wieder zurück. Okay, man muss ja mal alles ausprobiert haben. Habe ich hier dann alles mitgenommen? Kannst du hier irgendwas machen? Der Weg der Willkür. Gut, dann müssen wir mit unserem Kram es selber irgendwie schaffen. Was haben wir denn hier überhaupt? Okay, zum Steingesicht so nicht. Ich habe den Teepot und die Kanne da. Nein. Nein. Keine Zeit für sinnlose Erholung. Keine Zeit. Und jetzt wohin damit? Das wird niemals... Warum denn nicht? Weil ich was anderes machen soll, aber was? Vielleicht den... Oh! Xerxes! Also, Moment. Wenn ich den wieder hinstelle, tönt das Ding und dann geht's los. Das heißt, ich nehme ihn schon deswegen allein runter, damit er mich hier nicht bemerkt. Und jetzt wohin damit? Auf den Tee? Nein. Teetisch einfach stellen, was denn sonst? Ich darf jetzt nicht... Ja, aber was denn dann? Mir fehlt die Vision. Also ich schlepp das Ding immer noch mit mir rum, aber irgendwie... Nein. Ich darf mein Ziel... Also ich habe ja nicht viel Sachen bei mir gerade. Besser nicht. Kann ich denn hier daran? Lieber nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Nein. Ich habe halt nur eine begrenzte Anzahl. Lieber nicht. Harun hatte die Augen mal. Jetzt weiß ich auf. Ich darf jetzt nicht. Ich darf jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier ausprobieren soll mit den Sachen, die ich habe, weil sie das auch nicht nimmt. Und ich meine, es ist schon mal gut, dass ich die Kanne bei mir habe, weil die jetzt nicht lospiept. Also nicht piepen, sondern, ne? Los ertönt, weil das Wasser heiß ist. Weil dann sieht man ja, dass er uns gerade bemerkt hat. Aber sie will das die ganze Zeit irgendwie benutzen. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann steht die Kanne ja wieder da. Und der Herd ist heiß. Vielleicht muss man das schon hinstellen, damit er hingeht. Aber wir dürfen halt nicht in der Nähe sein. Nur wie mache ich denn das? Damit er halt hingeht, denkt, oh, mein Wasserkessel ist fertig, dass man dann schnell hier hingeht, sich den Dolch nimmt und wieder zurück und so. Das wäre eine Idee, aber ich, wenn ich das jetzt mache, dann geht das, glaube ich, zu schnell. Schnell nach draußen. Ach, es geht doch.
Es hat sogar geklappt. Ach, wie cool. Schnapp dir den Dolch, Mädel. Ist hier noch irgendwas, was wir schnell brauchen? Ist er abgelenkt? Xerxes! Nicht so richtig, aber es hat geklappt mit dem Tee. Finde ich gut. Ich nehme mal an, er ist jetzt beim Tee weg. Ja. Aber wir haben unseren Dolch. Ne, 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 ne. Haruns Dolch ist nun mein Dolch. Ja. Die ganze Zeit ist es unser Dolch eigentlich. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Davon brauche ich darf mein Ziel... Mach das mal nochmal hier. Ach, die kann man jetzt gar nicht mehr nehmen. Sind wir denn hier durch gewesen? Ich hoffe, weil wir können die Kanne jetzt nicht mehr nehmen. Was kann ich denn mal mit dem Dolch jetzt machen? Vielleicht aufs Dach? Wir gehen mal aufs Dach und schnibbeln am Gemüse rum. Vielleicht hilft das ja. Kannst du mal hier bleiben, bitte? Oh, da bist du ja wieder. Xerxes! Aha. Latscht sie dahin. Kann ich hier das Bettzeug aufschlitzen? Ich hebe mir meine Kraft. Pflanzen und so geht ja, nehme ich mal, auch nicht mehr. Nö, wir sollen jetzt hier immer... Es ist noch erst muss... ...schön draußen rumfliegen. Und eigentlich solltest du auf dem Dach hier vorne beim Beet bleiben. Warum hat sie das jetzt nicht gemacht? Es ist schön, wie... So viel nicht einmal im... Kannst du das nicht nehmen? Nee, dann latscht sie so weit nach vorne und das möchte ich gar nicht. Was mache ich mit der, die hier aber so... Kannst du die bedrohen? Oh, da bist du... Ja, super. Und die andere geht nicht... Ach, ich will es gar nicht erst nochmal ausprobieren. Haupthalle brauche ich auch nicht ausprobieren. Wenn nicht auf dem Dach, was gibt es dann hier noch zu tun? Ich meine, klar, wir haben hier unseren Stab, den müssen wir noch irgendwie rausholen können. Aber wie lenke ich den jetzt ab? Keine Zeit für Sinn. Er ist heiß. Okay, hat die Kanne da weggestellt gehabt, aber kann ich hier was machen? Der Weg der Wind. Komme ich irgendwie an Wasser, dass ich den Herd abkühlen kann? Straßenhändler verprügeln damit kleine Kinder, die sie beim Stehlen erwischen. Nicht so einfach hier gerade. Vor allem, wenn ich die Kanne jetzt nicht mehr nehmen kann. Und wenn ich ihn einfach ganz blöd bedrohe, geht das? Xerxes! Warum kann sie das eigentlich nicht? Ich meine, sie ist doch eine Kriegerin. Warum kann sie jetzt mit ihren Dolchen jemanden bedrohen? Sofort holen die immer diesen Xerxes. Was total doof ist. Oh, es gibt noch einen Ort, den ich noch nicht besucht habe. Hier unten? Ach so, hier war ich noch nicht. Ist sie das? Ja, aber was macht sie hier? Admiral? Ich dachte, der böse Magier hat dich in seinen Turm gesperrt. Ja, aber ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Was, Wachim? Nehmt mich mit in die Schlacht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und Mut hat sie auch. Ja, aber keine Waffe. Außerdem hätte sie fast Kasim in die Hände gespielt. Das ist mir zu riskant. Unschuld beteuern, Waffe. Ich habe eine Waffe. Was für eine Waffe brauche ich, um mit euch mitzukommen? Wir kämpfen gegen Dämonen. Etwas Geweihtes wäre gut. Bringt mir irgendeine Waffe und mein Gefährte wird sich darum kümmern. Er ist ein Geweihter. Todgeweihter. Trifft es wohl eher. Ariarchos, bitte. Geweihte Waffe. Ist es gleich, was für eine Waffe ich weihen lasse? Ihr solltet schon damit umgehen können. Alles Weitere überlasst ihr meinen Geweihten. Was weiß man über die Schlacht?
Es heißt, der Dämonenmeister Borbarat plant eine Invasion der Verdammten in der Gorischen Wüste. Und Rohal der Weise stellt sich ihm entgegen. Rohals Truppen bereiten sich schon seit Monaten in Zorgan auf den großen Tag vor. Derweil dringt immer mehr dämonischer Abschaum aus Borbarats Portalen in die Gorische Wüste. Viel Aufwand für ein Gemetzel, das nur wenige Stunden dauern wird. Wie auch immer es enden wird, es wird Aventurien auf ewig verändern. Fliegende Feste? Warum eine fliegende Festung? Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass die Dämonenplage sich ausbreitet. Darum tragen wir die Schlacht direkt vor Borbarats Tür. Kein Lebewesen hat sich jemals so vielen Kreaturen aus den Niederhöllen gegenübergesehen wie wir in 3 Tagen. Ihr müsst wissen, Dämonen sind zäh und nahezu unbesiegbar. Um sie zu schlagen, muss man sie auf geweihten Boden locken. Und da wir das nicht können, bringen wir den geweihten Boden zu ihnen. Keshal Ri ist ein monumentaler, schwebender Tempel. Gebaut, um das Licht der Götter mitten in die Heerscharen der Finsternis zu tragen. Interessant. Wie wird es sein, gegen Dämonen zu kämpfen? Grausam wird es sein. Es gibt nichts Schrecklicheres, als dem Wahnsinn einer solchen Kreatur ausgesetzt zu sein. Sie denken und handeln nicht wie wir. Ihre Körper sind nicht aus Fleisch und Blut. Und sie sind nahezu unverwundbar gegen herkömmliche Magie. Wie tötet man so etwas? Mit geweihten Waffen. Sehr viel Glück, Mut und einer gigantischen fliegenden Festung. Mhm. Ja, ich frag mich gerade, wie ich meinen Dolch weihen kann. Fragen wir mal nach Draconia. Warum liegt ihr bei Draconia vor Anker? Die Luftmagier hatten uns beim Bau von Keshal Ri geholfen. Wir hatten gehofft, sie würden uns auch weiterhin unterstützen. Doch hier interessiert man sich nur für Elemente und Sphärenharmonien, nicht für Politik. Egal wie blutig. Das Konzil will lediglich eine Gruppe Beobachter an Bord schicken, aber mehr auch nicht. Gut, dann gibt es jemanden, der der Nachwelt von mir berichten kann. Ha! Das wäre viel zu selbstlos für dieses Pack. Die Elementarmagier planen schon länger, sich aus den Geschicken der Welt zurückzuziehen. Sie erwarten, dass die Schlacht ihnen diese Entscheidung erleichtern wird. Mit anderen Worten, sie hoffen, dass es blutig wird und sie nie wieder ihren kleinen Elfenbeinturm verlassen müssen. Wenn es diesen Elfenbeinturm dann überhaupt noch gibt. Mhm. Ich wusste nichts von dem Plan des Prinzen. Davon hörte ich. Doch woher weiß ich, dass du diesem Mann nicht auch weiterhin unwissend zuspielst? Solange wir seinen Plan nicht kennen, werde ich kein weiteres Risiko eingehen. Ist es gleich, was für eine Waffe ich weihen lasse? Ihr solltet schon damit umgehen können. Alles Weitere überlasst ihr meinen Geweihten. Kann ich denen nicht einfach den Dolch jetzt geben? Ich bin bald zurück. Also kann ich dem das geben und dann macht er das? Weiht mir diese Waffe. Ja, okay. Ein einfacher Dolch. Ich bin damit schnell und agil. Er hat mir bereits treue Dienste geleistet. Das soll mir reichen. Die Weihung wird allerdings etwas dauern. Holt ihn ein andermal bei mir ab. Alles klar. Also wir haben unseren Dolch besorgt. Der wird jetzt geweiht. Das ist ja super. Und dann, würde ich sagen, schauen wir uns mal das nächste Mal hier weiter um. Anscheinend, hier kann man auch noch dem Flusslauf folgen und so. Gut, ich habe hier so eine Ecke entdeckt, die hatte ich vorher nicht gesehen. Und dann bin ich ja mal gespannt, was hier noch kommt. Wir haben zumindest eins von unseren 3 Dingen schon mal wieder. Und ich bin da positiv gestimmt, dass wir da den Stab und unsere Maske auch bestimmt noch wieder bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.